So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Und ich habe ein Live-Gameplay. Ich habe den wunderlieben, super süßen Steffen dabei. Hello, Boys and Girls. Und ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht, haben wir schon sehr lange bei uns im Fischkrieg nicht aufgenommen, wodurch wir kein Gameplay hatten. Und vielleicht oder vielleicht auch nicht, habe ich keine Zeit mehr, mich mit Domme für das Co-Commentary zu treffen. Dementsprechend haben wir uns gedacht, wir beide arbeiten zusammen. Wir haben uns ganz doll lieb und spielen beide ganz doll lieb Legacy. Deswegen spielen wir jetzt mal eine Runde Live-Commentary. Das heißt, ihr hört live zu, wie wir fluchen, uns gegenseitig beleidigen. Nee, hoffentlich nicht. Genau, wir würfeln, wer anfängt. Ja, und versuchen, dass es monetarisiert bleibt. Wir versuchen, dass es monetarisiert bleibt. 8 ist Überdurchschnitt, 7 ist Durchschnitt. Und das ist auch eine 8. Ja. Dann gerade oder ungerade? Gerade. Dann darf ich gerne einfach. Wir spielen heute Pain the Servant gegen Blau-Grün-Dark-Dips. Beide Decks kommen demnächst noch als Deck-Tag und sollten eigentlich noch nicht ausgeführt werden. Aber was soll das schon? Das würde ich halten. Natürlich würde ich es halten. Natürlich würdest du das halten. Wild. Das ist eine spielbare Hand, deswegen probieren wir das eigentlich. Gut. Dann habe ich einen Tropical Island into Elfish Reclaimer. Ah. Ein Mana 1-2 für 2+2 für, wenn ich 3 oder mehr Kreaturen Länder im Friedhof habe und kann tappen und Länder raussuchen. Und du bist dran. Draw for turn. Yes. Interesting. Mountain. Ja. Ich bin gespannt, ob man den auf Kamera sieht. Mox. Und? Welder. Goblin Welder. Okay. Relativ fair. Klassischer Start. Ja. Tun Sie mal Dinge. Dann enttappe ich, ziehe ich eine Karte. Ich meine, Fetchland. Aber ich meine, Go. Draw for turn. Ja. Oh boy. Saga. Bars für die ganze Familie. Eine Saga ist ja ätzend. Hast du Blood Moon drin? Das weiß ich nicht. Schade. Mach mal. Eine Saga ist ja ätzend, sagt er. Ja. Ist ja interesting. 2 Mana Painter Servant. Engineer. Nein. Darauf würde ich ganz gerne brainstormen. Dann brainstormen sie mal los. 1, 2, 3. Das ist ja doof. Die und die Karte kommen weg. Dann würde ich gerne mein Deck durchsuchen nach einem Land und würde gerne den Enter the Battlefield Effekt stifeln. Deswegen spielt man nicht mit Mark Magic. Was? Mann. Ja, dann hast du einen Stifle. Ja, ist doch nice. Nee. Ich finde das nice. Ich finde das nice. Das schön für dich. Gemein. Willst du noch angreifen? Nein. Okay, dann mein Turn. Tap, draw. Dark Depths. Guck, mit 10 Marken ins Spiel. Das ist richtig. Weißt du, was das heißt? Dass das... Ich tapp mal diese 2 grünen Mana. Ja. Bring mal einen Mega-Sloth. Getappt ins Spiel. Ja, das ist ein Problem. 8-8 Trampel kommt für jede Marke, die ich kontrolliere, was 10 sind, kostet der Mana weniger. Dann deiner. Draw. Nee, warte, geht erst. Nee, erst Draw, dann Trigger Ursus. Zu lange nicht mehr gespielt. Wir müssen Trigger Magic spielen. Ja. Es kommt davon, wenn du die ganze Zeit Blood Moon spielst. Blood Moon ist eine gute Karte. Das mache, kann ich das machen, kann ich das machen, kann ich das machen. Das klingt eigentlich gut. City? Ja. Die ist noch ein Bild, oder? Ja, sie ist noch ein Bild. Für 1 eine Soul Guide Lantern. Ja, was möchtest du aus meinem Friedhof entfernen? Das misst ihr. Falls du doch irgendwo noch einen Loam reingibst. Für den Reclaimer. Ja, und für den Reclaimer. Sei mal dran. Dann enttappe ich. I am an idiot. Einen mysteriösen Rainforest. Dann. Megas Love Smash! Ah, das sind immer die guten Zeichen. Wenn man mit 8-8 dazuhaut und der Gegner nachdenken muss. Also wir machen mal einen Token. Ja. Da Token. Ist unser wunderschöner Token. Der ist jetzt 3-3. 3-3. Ist ja nix. Das ist auch nicht der Punkt, warum wir den gemacht haben. Wir zwingen dich jetzt mal, den Reclaimer zu benutzen. Für ein weißes? Ja. Swords. Oh, da sind Swords im Mainboard. Target, der da. Ja, dann nutze ich mal den Reclaimer. Mhm. Und hab eine Sigiri-Steppe und gebe dem Schutzverweis. Das dachte ich mir. Ja, dann fizzelt das Sword. Und dann nehme ich 8, I guess. Okay. Ah, that's fine for me. Rein in den Lachs. Der Lachs muss löppen. Deiner. Nicht tot?
Das wäre so gut. Draw. Trigger Ursas Saga auf den Stack. Dann würde ich erstmal tatsächlich die Second ohne Karte ziehen. Okay. Sad World. Also hier ist ein Trigger, wo? Ja, ja, ich weiß. Dann machen wir noch ein Konstrukt. Ja, dann bleiben die auch auf 3. Platzsparend. Platzsparend. Dann geht die Saga auf 3. Ja. Dann darf ich suchen. Ja, darauf würde ich gerne fetchen. Und ein Surveil 1 machen. Dann darfst du suchen. Mir geht es nur darum, dass du nicht needlest. Und das Blatt von top. Top, top, top. Kann mal gucken, was hier noch so drin ist, ob irgendwas anderes noch spannend wäre. Das ist nicht so spannend. Top, top, top. Die Eisenbahn. Okay, interesting. Die will mit uns baden fahren. Dann holen wir uns tatsächlich den Grindstone. Ja. Dann gehen wir endlich mal Dinge tun. Gewinnst du jetzt? Nee. Das wäre so schön. Aber mein Draw war halt nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Ja, kenne ich. Aber 8-8 Megaslauf. Ja, ist ein Argument, würde ich mal behaupten. Mhm. Saga. Jo. Mox, für ein Weißes, für ein Sword. Das ist voll eklig. Combat. Ja. Beat für 4. Auf 22. Das ist super eklig. Die ist gone. Ja. Ich dann? Lass mich schon nachdenken. Ja. Schon sind wir Dinge. Und up. Draw. Dann für die beiden aktiviere ich den Reclaimer. Mhm. Habe ich eine Yavi Maya getappt. Interesting. Dann würde ich einen Up the Beanstalk spielen. Ist eine Karte. Oh, eine Karte 10. Ja, ist auch eine Karte. Dann machen wir. Untap. Ja. Draw. Ja. Trigger Ursas Saga. Gute Karte. Tump. Wie viele Länder hast du? Fehlt auf 3, ne? 3. Er ist aktiv. Ja, aber getappt. Aber würde mir 3 Leben geben, wenn du den wieder swallst. Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Das ist nicht das, worüber ich nachdenke. Aber? Fury Pitching Pyroblast. Da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Dann gehe ich auf 10. Ja. Und würde mir mal ein Konstrukt machen wollen. Mhm. So viele Tokens habe ich nicht. Dann gehen die 5. Mhm. Dann würde ich dich für 10 mal hauen. Jetzt muss ich denken. Denken ist nicht meine Stärke. Das ist nicht. Ich habe keine Hand. Nee, ist okay. Auf 12. Dann seien Sie mal dran. End up. Draw. Megasloth. Das ist eine Karte. Ja. Mach mal. Interesting. Ich hab die Kamera gehauen. Nein, ist verwackelt. Alles im Arsch. No, wir müssen von vorne anfangen. Wir müssen von vorne anfangen. Macht er das immer, wenn er verliert? Mm, das ist der Plan. Das ist der Weg. That's the way. That's the Weg. Aha, aha, I like it. Aha. I like it. Draw for turn. Yes. Trigger auf den Stack. Ja. Mhm. Mhm. Haben wir mal noch ein Konstrukt. Hat er Angst um sein Leben? Nee, ich brauche die 2 Mana gleich noch. Die auf 6. Hier ist noch so ein 6-6er Konstrukt. Das sieht ja. Dann geht die auf 3. Ja. Dann würde ich suchen. Mach man nicht. Doch, Rudi. Mach man nicht. Lavaspur Boots. Ekelig. Equipped Creature gets +1/+0 and has haste and ward 1. Ekelig. Dann gehe ich mal auf 8 und würde die equippen. Krass. Dann habe ich, brauche ich mehr Würfel. Weil die sind jetzt 7-7-7-7 und der ist jetzt 8-7. Den sieht man nicht, da kann ich angreifen. Mhm. So funktioniert das in Magic, habe ich gehört. Mhm. Dein Endstumpf klappt. Ja, das ist absolut korrekt. Dann würde ich versuchen, dich zu töten. Dann würde ich zuallererst mal ein Submerge spielen. Klar. Und würde gern die mit den Boots oben aufs Deck legen und würde dafür gern. Ja. Dann darf ich mir eine Karte ziehen noch. Dann gehen die alle 1 runter. Ja. Dann würde ich gerne ein Submerge spielen. Ja, natürlich. Würde ich gerne eine bouncen. Würde gerne eine Karte ziehen. Dann würde ich gerne mal Crab rotaten, um zu gucken, ob ich irgendwas dagegen tun kann. Sonst noch. Ja. Nö. Also würde ich dich. Bujuka-Bock. Da. La, 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 la.
Das ist eine gute Frage, ob ich die Soulguide Lantern lieber haben will als den Mox. Glaube ja. Darauf würde ich dann mal den Welder aktivieren und den Mox und die Soulguide Lantern tauschen wollen. Ja. Dann würde ich, wenn die Soulguide Lantern reinkommt, dir ein Land nehmen. Die Drop. Wahrscheinlich die Steppe. Ja, die Steppe. Die Steppe. Nehmen wir die Steppe. Ja. Alles klar. Dann Bojuka boxst du mich. Ja, dann gehe ich auf zwei. Dann zweite Main. Spielen wir so ein Plateau. Dann würde ich die Laos Pro Boots mal an den Goblin Engineer ausrüsten. Ich nicht. Dann sei mal dran. Draw. Mhm. Muss ich einmal lesen. Die muss ich einmal lesen. Wie ich mich gut lesen kann. Er hat den Wind gezogen. Ihr seht sein Gesicht ja nicht. Thespian Stage. Ja, ist eine gute Karte. Das macht halt den Dark doof. Das ist klar. Legolas Reflexe auf den Megasloth. Ah, du gibst ihm jetzt... Er wird enttappt und er hat Hexproof. Und wenn er getappt wird, fügt er einem Kreatur so viel Schaden zu, wie er Stärke hat. Und dann bin ich tot, ja. Das war gut. Ich war gespannt, welchen Trick du aus dem Ärmel ziehst. Tatsächlich. Legolas Quick Reflexes. Gute Karte. Sieht man meiner Meinung nach zu wenig. Das ist richtig. Ja, probieren wir mal. Game Nummer 2. Du fängst an, richtig? Ja, richtig. Ich würde erstmal fetchen gehen. Blutgeflecktes Schlammloch. Wenn du noch kein Mana für Stifle hast, denke ich mal, das ist fein. Ja, vielleicht habe ich Stifle noch nicht mehr im Deck. Weiß ich nicht. Ich habe schon viele interessante Effekte, die man stifeln kann. Ja, das ist richtig. Ich hätte Stifle weiterhin im Deck. Nicht, ich habe nicht genug zum Maus nehmen. Ich weiß halt nicht, was du boardest halt gegen... Alles. Gegen, alles, ich habe tausende Karten gegen dich. Sehr bunte Painterliste. Ja, ist halt... Ist nicht mein Sweet Spot. Muss ich zugeben. Ja. Dann spielen wir erstmal ein Petal. Noch ein Petal schon teilen. Nein. Alice Swarm Canonist. Ja. Wailer. Seien Sie mal dran. Misty Rainforest, go. Enter, draw. Oh boy. Oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Boy, oh boy, oh boy. City of Traitors. Schon ähnlich. Panther Servant. Okay. Rot. Okay. Blau, Entschuldigung. Mein Gehirn war dumm. Ich dachte gerade so. Okay, mach mal. Das ist okay für mich. Machen wir mal blau. Dann seien Sie mal dran. Dann gehe ich mal fetchen. Geh mal fetchen. Für Dual. Ich möchte schon mal jetzt festhalten, ich habe vorher gefetcht. Das ist okay. Weil ich muss da halt gucken, was ich mache. Dann gehe ich mal in ein Land Cycling und Lorien Revealed zu meiner Hedge raus. Dann gehe ich mal zurück. Karte. Brainstorm. Let me think about it. Ja. Machen wir das so. So. Das ist wieder voll Bock, Painter zu spielen. Das ist so ein schönes Deck. Mace? Klar. Welche Überraschung. Da hätte jetzt keiner mit gerechnet. Deiner. Enter. Ja. Draw. Ja. Wild. Das ist ein Problem. Das stellen wir gerade fest. Aber ist okay, damit können wir leben. Das kriegen wir hin. I hope. I hope. I hopes. Für 3, wovon ich 2 nutze. Engineer. Okay. Heidi ho, take me home. Grindstone? Ja. To the place. Seien Sie mal dran. Where I belong. West Virginia. Crop Rotation. Ja. Dann haben wir ein Yavi Maya. Mit diesem Yavi Maya würde ich ganz gerne einen Elfish Reclaimer spielen. 2 Mana auf den Handkarten. 5. Mein Gott. Ich muss kurz rechnen. Ja. Ich mache jetzt das. Dann müsste ich das machen. Dann müsste ich das machen, dann müsste ich das machen. Du müsstest 1000 Dinge tun. Das könnte gehen. Was könntest du an Ländern haben, was mich interruptet? Der ist noch nicht online, wenn der jetzt liegt. Nee.
Ja, ist nächste Runde. Dann sind die Sachen, die du da hast, wesentlich gruseliger für mich. Ja, hast du. Goll. Dann mach mal. Land habe ich schon gespielt. Oh ja, Land habe ich. Ja. Dann mach mal. Draw. Ja. Hi ho! Dann würde ich gerne mal den Wilder aktivieren. Ja, da würde ich gerne. Ja, ja, Targets sind die beiden. Ja. Dann würde ich gerne Submerge spielen und den Paint oben auf dein Deck legen. Dann würde ich hier mal tappen und würde mal so einen Pyroblaster drauf spielen. Dann würde ich Crop Rotation benutzen. Mhm. Darf ich? was ist denn, wenn ich, das ist jetzt eine Regelfrage, ja, die Ability vom Wilder fizzelt, sobald ein Target nicht mehr da ist, richtig? Korrekt. Du kannst nichts exchangen, wenn du nichts in Return dafür bekommst. Mach mal die Crop Rotation. Dann Buduka Bock. Da würde ich dann drauf reagieren wollen. Trigger, ja. Crack this Petal. Ja. Activate den Engineer. Ja. Exchange Painter, Servant und Grindstone. Also ich sack ihn und würde den Grindstone holen. Ja. War das das klug? Ich verliere ihn ja dann trotzdem. Nee, das kann ich so nicht machen. Nee, vergiss das. Und ja, dann hast du einen Bajuka Bock und die beiden Sachen gehen. Goll. Ja, der ist im Friedhof. Ja, wir müssen das dann diese Runde machen. Das heißt, das spielt keine Rolle. Spielt das eine Rolle? Er ist noch nicht aktiv, richtig? Nein, er ist nicht so aktiv. Aber er ist, glaube ich, er ist 3-4. Das ist mir egal, Petal. Ja. Pyroblast. Dann mache ich mir zwei Mana in den Pool. Ja. Dann spiele ich eine Saga. Dann geht. Okay. Das ist fair für mich. Dann sei mal dran. Draw. Wasteland? Schade. Ja, das denke ich mir auch. Mach mal. Draw. Ich hätte auch lieber hier so einen Elvish Reclaimer gehabt. Ja, das glaube ich. Das ist ja absolut verständlich. Willst du nicht den Painter gegen den Paddle tauschen? Nee. Great Furnace. Willst du nicht den Great Furnace gegen den Paddle tauschen? Nee. Wir hauen dich aber für gigantische 3. 16. Sei mal dran. Geil. Draw. Dark Depths. Yes. Sloth. Sloth. Mhm. Faultier, du bist dran. Okay. Mega Sloth. Draw for turn. Ja. Spannend. Jo. Pyroblast. Okay. Beat für 3. 13. Ich bin hier Goblins. Sei mal dran. Das ist richtig. So sieht Goblins aus, seit Sticker Goblin gebannt ist. Stage. Mach ich mal einen dicken. Boah, komm schon. Gib mir mal so einen gelben. Das ist ein wunderschöner Lagetoken. Ja. Aber ihr wollt euch den Geist nicht zeigen, sad war, ne? deine. Schlecht. Herz der Karten. Rette mein Leben. Ja, Grindstone, ich hab verloren. Das ist kein Grindstone, kann ich ja sagen. Aber ich habe noch Optionen. Scudding Tarn. Ja. Fetch. Ja. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Also ich kann ja sagen, aktuell hätte es nicht gehittet. Da. Oh, das wäre jetzt so gut. Elegant Palor. Ja. Wilder Name. Wenn das Ding jetzt den Grindstone hittet. Wäre das. Hast du gewonnen. Wäre das gut. Also fast. Komm, cut mal. Ja, ja. Hier. Choose your fate. Show me. Dead word. ich will es nochmal. Also yeah, ich bin eh tot, aber ich will es trotzdem. Ja. Eine Fable. Gute Karte. Da sind Fables drin. Ja. Gute Karte. Dann gehe ich jetzt sterben. End up, draw, beat. Tot. Nicey. Machbar. Sehr machbar. Fühlt sich eigentlich ganz gut an, tatsächlich. Ja. Sehr, sehr spannendes Matchup. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, vielen Dank an meine Patrons an dieser Stelle. Unter anderem der Mann, der hier sitzt. Deine Patrons an Realitäten übrigens in deinem kleinen Briefkasten von der Uni. deswegen, wenn ihr mich monetär unterstützen wollt oder könnt, oder könnt ihr das gerne mal auf patreon.com/mtgblacksat machen. Aktuell gibt es auch sehr viele Leute, die jetzt wieder dazukommen. Das freut mich sehr. Vielen Dank an euch. Und ja, da werden auch die neuen Namen werden demnächst eingefügt. Ich bin da gerade ein bisschen in der problematischen Situation, aber ich bin dran, die neuen Namen kommen. Keine Sorge. Ich kriege das hin. Vertraut mir. Besser. Dem Mann kann man vertrauen.
Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ihr könnt dem Video trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen und euren Großmüttern und Großvätern zeigen. Von mir aus auch den Kindern oder, keine Ahnung, den Schwager. Gab es nicht irgendeine Serie, der Mann, dem die Frauen vertrauen oder so? Dr. Sommer? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.